Herzlich willkommen in unserer Experience World auf der Deutschen Partnerkonferenz. Ich habe jetzt das Vergnügen, Sie einmal durch unsere Ausstellung zu leiten und werde Ihnen das Konzept des intelligenten Tages präsentieren. So ist nämlich unsere Ausstellung aufgebaut. Und das allererste, was ich morgens immer mache, ist ein Kaffee trinken. Aus dem Grund starten wir auch mal genau da, nämlich im Bereich Intelligent Home. Und da haben wir eine sehr spannende Lösung von Digitalstrom. Und es funktioniert also so. Man geht zu seiner Kaffeemaschine, man lächelt die Kaffeemaschine an, Smile for Coffee, und die Kaffeemaschine analysiert das Gesicht mit unseren Cognitive Services und spricht darauf basierend eine Empfehlung aus, ob man heute besser einen doppelten Espresso oder einen Cappuccino nehmen sollte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall immer eine lustige Sache, wenn einem die Kaffeemaschine dann sagt, nimm doch den doppelten Espresso, du schaust heute so müde aus. Muss man natürlich auch mit ein bisschen Humor nehmen. Genau. Dann bereitet man sich ja auf den Weg zur Arbeit vor, klassischerweise, wenn man dann das Haus verlassen hat. Und an so einem intelligenten Tag ist es natürlich nicht mehr typisch, dass man selber fährt, sondern man hat autonome Fahrzeuge. Und eine praktische Lösung ist, wenn man sich dann einfach in einen autonomen Bus begibt. Und da haben wir auch etwas Spannendes da, was wir euch zeigen wollen. Das ist der Ego Mover. Und der Ego Mover ist ein Bus, der wirklich in zwei Phasen autonom wird. Innerhalb der ersten Phase ist im Fahrerhäuschen noch ein Mensch. Und innerhalb der zweiten Phase ist es dann möglich, dass mithilfe der Daten, die in der ersten Phase generiert wurden, wirklich autonomes Fahren stattfindet. Genau, also das ist hier nochmal der Ego Mover. Ich finde, der sieht echt stark aus und kann man sich wirklich schon so ganz gut vorstellen, wie das dann funktioniert mit dem autonomen Fahren. Dann gehen wir mal weiter. Man befindet sich ja dann auf dem Weg zur Arbeit und wir laufen jetzt auch mal Richtung Intelligent Workplace, zum modernen Arbeitsplatz, wo wir als Microsoft alle unsere Lösungen präsentieren. Also Microsoft 365, Surface, all das ist dort zur Verfügung und das kann man auch ausprobieren. Sämtliche Produktlaunches, die wir auch in letzter Zeit gehabt haben, können dort eben angesehen werden. Der ganze Bereich ist gesponsert von Steelcase, also wir haben auch extrem schöne Möbel dort, die sehr dazu einladen, zwischendurch sich wirklich mal in die Couch fallen zu lassen. Das kann ja auch ganz gut sein bei so einem langen Konferenztag. Genau, wir haben auch spannende Partnerlösungen mit Hilfe von Microsoft 365 da, unter anderem eine Lösung, die wir mit dem Partner Faziware zusammen produziert haben und es ist sehr spannend. Also man kann da in 2D einen Plan erstellen und mithilfe wirklich von einem Fingerklick kann man den in 3D umwandeln und sobald man den umgewandelt hat, kann man den sogar auch in Virtual Reality sich anschauen. Was heißt das jetzt konkret? Also wenn ich mir in einem Consumer-Szenario meine Küche neu einrichten möchte, dann mache ich mir einen 2D-Plan und kann mir das in Virtual Reality anschauen. Finde ich ziemlich stark. In einem Business-Szenario bedeutet das, wenn ich eine Fabrik habe, mir werden dafür neue Maschinen geliefert, dann möchte ich mir das auch vorher einfach mal anschauen, weil dann muss ich natürlich nicht die Maschinen von A nach B schieben und das Ganze läuft etwas effizienter und mit weniger Kraft vonstatten. Genau. Wir laufen dann mal weiter. In unserem intelligenten Tag ist es jetzt so, wir kriegen tatsächlich eine neue Maschine geliefert und diese Maschine haben wir jetzt uns am Arbeitsplatz, im Office haben wir uns die schon mal angeschaut mit der Virtual Reality Applikation, aber jetzt wollen wir wirklich in unserer Fabrik mal sehen, wie das denn tatsächlich aussieht. Und unsere Fabrik ist natürlich schon komplett innovativ und modern ausgestattet. Unter anderem haben wir dort auch zur Verfügung die brandneue Lösung von Avato Systems in Kooperation mit Trackstore. Das ist nämlich wirklich eine spannende Möglichkeit, denn Trackstore ist ein IoT-Device, ist eine IoT-Watch, die einem
ja, wirklich als Hauptvorteil in der Fabrik ermöglicht, dass man die Hände frei hat. Also man hat sämtliche Daten, die man braucht, die man sonst vielleicht auch auf einem Tablet oder im PC hätte, jetzt an der Armbanduhr, und hat die Hände zur freien Verfügung, um Kartons von A nach B zu schieben oder eben das zu erledigen, was man gerade dort als Aufgabe hat. Und man kann die Änderungen dann in Echtzeit in die Smartwatch eingeben und die wiederum werden in das Avato-System eingepflegt. So funktioniert das. Wird präsentiert von unserer kleinen Roboterdame Lisa. Der sagen wir auch noch mal einmal Hallo. Hallo Lisa. Oh, Lisa möchte gerne Party mit mir machen. Hi Lisa. Und mir nicht die Hand schütteln. Also Lisa ist sehr gut drauf, wie ihr seht. Wir sind auch alle sehr gut drauf. Wir haben natürlich sehr, sehr viel Spaß auf der DPK. Könnt ihr hier sehen. Genau, also weiter geht's, ne, in unserem intelligenten Tag. Und wir laufen jetzt einfach einmal so weiter durch. Es ist nämlich so, wenn man dann einen anstrengenden Arbeitstag hatte, am Morgen ist man im Office gewesen, am Nachmittag ist man in der Fabrik gewesen, da möchte man sich ja irgendwann auch mal was Schönes gönnen. Und dazu zeigen wir, wie der Handel der Zukunft funktioniert und haben da wirklich ein paar spannende Lösungen. Also wir sagen jetzt an unserem intelligenten Tag, das ist heute wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag. Wir sind möglicherweise gerade befördert worden und haben uns jetzt überlegt, wir möchten uns ein neues Auto kaufen. Und ja, das passiert natürlich nicht alle Tage und wir möchten uns auch sicher sein, dass das Auto wirklich dem entspricht, was wir uns da vorstellen. Und aus dem Grund konfigurieren wir uns das Auto vorher einmal in Mixed Reality. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, das Auto unserer Träume einmal abzubilden, einmal so zu sehen, wie wir uns das vorstellen, bevor wir das dann kaufen. Das ist ganz spannend. Ansonsten haben wir natürlich hier noch viele andere Lösungen. Unter anderem haben wir ein neues innovatives Bezahlsystem da, was hilft, mit Barcodes zu zahlen anstelle von Bargeld- oder Kreditkartenzahlungen. Sehr spannende Lösung. Oder wir haben noch andere Augmented- und Virtual-Reality-Applikationen, um wirklich den Point of Sale am Handel wieder attraktiver zu gestalten. Das ist ja wirklich eine klassische Thematik momentan, dass die Händler diesen Point of Sale revolutionieren möchten und ja, attraktiver gestalten für eine junge Generation, die sehr digital unterwegs ist. Da kann man sich gerne hier noch umschauen bei uns. Und ja, dann machen wir mal weiter in unserer Tour. Wir sind jetzt auch schon am Ende des Tages angekommen. Und wir merken, dass wir uns heute noch nicht so viel bewegt haben und aus dem Grund wollen wir nochmal einen Spaziergang machen durch die Stadt. Und die Stadt ist natürlich intelligent verknüpft, Überraschung, so wie alles hier. Und das können wir auch sehen, also hier der Bereich Intelligent City setzt besonders den Fokus auf Nachhaltigkeit, nachhaltige AI-Lösungen. Ja, und bei unserem Spaziergang ist es jetzt so, wenn wir eine Straße betreten, dann gehen die Lichter an. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und mithilfe davon können wir natürlich viel effizienter das Licht und die Elektrizität in einer Stadt steuern. Und wenn man sich halt mal wirklich genauer dann anschauen möchte, wie man in einer Stadt diesen Licht- und Elektrizitätsverbrauch tracken kann und eben auch effizient einsetzen kann, dann kann man sich hier mit dem Urban Institute in Verbindung setzen. Die können einem das nämlich auf einem spannenden Dashboard zeigen und da haben wir eben auch die Straßenlaterne, von der ich gerade gesprochen habe. Und naja, unser Tag endet dann damit, dass wir unsere Heimatstraße einmal betreten und das Licht geht an und wir machen die Haustür auf und das verlassen quasi die Straße, gehen ins Haus rein und das Licht geht aus. Und damit ist unser Tag dann auch schon vorbei. Genau. Dankeschön.